Im heutigen Video trollen wir einen absoluten Vollnoob in Minecraft. Er hat teilweise echt gar nichts gecheckt, ist echt lustig geworden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. So, wir sind im Vanish und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Was geht ab? Freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Heute werden wir versuchen, einen Noob zu trollen in Minecraft. Und zwar der Noob, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Er ist gerade frisch auf dem Server, heute erst drauf gejoint. Das ist das Haus, was er gebaut hat in der Zeit. Ja, also ich werde mir jetzt nicht das Recht rausnehmen, über sein Haus zu urteilen. Ich kann auch nicht bauen und ich meine, ja, er ist noch relativ frisch neu bei Minecraft, dafür geht das auf jeden Fall klar. Aber ich dachte mir, dadurch, dass er ja noch nicht ganz so viel Ahnung hat, könnte ich mir vorstellen, dass man ihn ganz geil trollen könnte. Deswegen werde ich das auf jeden Fall im heutigen Video mal versuchen. Wenn euch das Video gefällt und ihr mehr von sowas sehen wollt, lasst den Daumen nach oben da, dann weiß ich Bescheid. Und dann würde ich sagen, dann legen wir doch einfach mal los. Okay, er baut da ja gerade an seinem Haus. Ich würde sagen, ich holz hier mal sein Feld ab, während er das nicht sieht. So, zack. Und zack. Und dann weg. Okay, okay, okay. Das Feld ist weg. Jetzt warten wir mal kurz, bis er das sieht. Ich habe mir schon überlegt, irgendeine kleine Entschädigung wird er auf jeden Fall am Ende bekommen. Also er wird nicht mit ganz leeren Händen dastehen. Das kann ich euch sagen. Aber ich dachte mir, das wäre doch mal ein ganz lustiges Video, mal Noob ein bisschen zu trollen. Okay, er sieht's, dass sein Feld weg ist. Okay. Denkst du so, hä, da war doch gerade noch was. Okay, er ist da, er ist ganz eisenhart, er bepflanzt es einfach neu. Was ich mich jetzt an der Stelle frage, ist, was denkt er sich jetzt gerade? Warum seine ganzen Sachen vom Feld weg sind? Denkt er sich, das ist normal, oder? Naja, okay, er hat es jetzt wieder bepflanzt und ich würde sagen, die Gelegenheit nutzen wir doch einfach mal und machen sein Feld hier nochmal nackt. So, wartet mal, das hier mache ich auch mal kurz weg. So, und weg damit. Was macht er denn gerade? Ah, okay, er baut hier weiter an seinem Haus. Hey, okay, okay, wartet mal. Ich baue das hier, was er hingebaut hat, baue ich mal einfach mal ab, wartet. So, so. Und er checkt es gar nicht. Und der auch wieder weg, der Block auch wieder weg. Der auch. Oh Gott, bis jetzt hat er noch nichts gemerkt. Oh, jetzt sieht er so, hä? Da habe ich doch gerade noch was hingesetzt. Er baut einfach nochmal. Okay, würde ich sagen, gehen wir in die nächste Runde. Okay. Er merkt es wieder nicht. Ja, jetzt sieht er es. Er sieht's. Ah, jetzt sieht er. Ja, er sieht wieder, dass sein Feld leer ist. Er ist da ganz knallhart. Er bepflanzt das Feld einfach wieder. Als wenn es das Normalste auf der Welt wäre, dass sein Feld die ganze Zeit verschwindet. Okay, ich würde sagen, wir lassen ihn mal ganz entspannt zu Ende pflanzen. So. Und. Okay. Okay, warum funktioniert das jetzt nicht? World Edit, warum? Ich wollte es vor seinen Augen machen. Mann. Ja, jetzt. Oh, jetzt ist er wieder reingegangen. Toll. Okay, halb so wild. So, das hier kommt auch wieder weg. Und er baut nochmal. Okay, wisst ihr was? Das mache ich nochmal. Oh, er checkt es schon wieder nicht. Ist das geil. Oh mein Gott. Ja, er sieht's. Was macht er jetzt? Hey, jetzt reißt er die ganze Wand ab? Was? Okay, wartet mal. Ja, ich baue es wieder hin. Und er peilt es überhaupt nicht. Doch jetzt muss er es doch. Jetzt muss er es doch aber checken, oder? Ja, jetzt sieht er es aber. Oh. Scrabble Nator, falls du das siehst, es tut mir leid. Aber die Gelegenheit konnte ich mir nicht entgehen lassen. Ach, ich glaube, er will das. Er zäunt jetzt das Feld ein, weil er denkt, dass es dann nicht mehr weggeht oder so.
Tja, mein Lieber, das wird dir leider nichts bringen. Okay, er hat das Feld wieder bepflanzt. Wartet mal jetzt. Wir machen jetzt mal die absolute Inception, okay? Ich mache nicht nur seinen Weizen weg. Ich mache auch das Haus hier weg, was er gerade gebaut hat. Wartet. Set 0. Okay. Das hier natürlich auch wieder weg. Baut schon wieder sein Haus. Okay, ich werde es diesmal ein bisschen anders machen. Ich mache es diesmal nicht weg, sondern okay, er ist jetzt gerade mit seinem Feld beschäftigt. Dann werde ich das hier mal zu Erde replacen. So, oh, die Seite hier auch noch. Okay, aber jetzt muss er doch so langsam eigentlich merken, dass irgendwas hier nicht stimmt, oder? Okay, nee, interessiert ihn gar nicht. Er gibt nicht auf. Er setzt immer wieder dieses Weizen. Oh Gott. Da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Das Ding ist, ich glaube, wir haben mit ihm einen richtigen Glücksgriff. Weil, also, wenn ich jetzt einen Spieler so trollen würde, der schon länger auf dem Server spielt, der hätte spätestens beim zweiten Mal, wo das Weizen weg gewesen wäre, hätte der gecheckt, dass irgendwas hier nicht mit rechten Dingen zugeht. Aber er hier ist ja wirklich, er ist ja wirklich die Härte. Es juckt ihn einfach nicht. Er macht einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Hier, die Bäume hier baue ich auch mal ab. Okay, was macht er jetzt? Nee, Bäume sind hier verboten. Ups. Gerade sind ja alle Setzlinge verschwunden. Jetzt sind hier auf einmal ganz viele. Ja, geht erstmal einen Schritt zurück. Ist das feierbar? Jetzt baut er sie ab. Der kann sich auch nicht entscheiden. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. So, ich würde sagen, einmal geht das noch, oder? Einmal kann man noch machen. Was macht er da? Was macht er da? Oh, das könnte ich den ganzen Tag machen. Ich würde sagen, einmal können wir noch, oder? Ja. Er geht weg. Er hat keinen Bock mehr. Oder was ist los bei ihm? Hä? Was? Hä, was macht er da in dem Loch? Hä? Was ist los bei ihm? Er versteckt sich. Okay, wartet mal. Wartet mal, das ist vielleicht ein bisschen fies, aber das kann ich mir nicht nehmen lassen. Es ist leider ausgestellt, stimmt. Wartet mal, ich lass mal ganz viele runterfallen. Oh. Und wie sieht's aus bei ihm? Wartet mal. Ist er da? Ach, er ist bei seinem Nachbar getrustet. Ach so, ich habe mich gerade gewundert, warum er da abbauen kann. Okay, also Ambosse hat er jetzt auf jeden Fall genug. Aber das Ding ist, jetzt habe ich auf jeden Fall eine Baba-Idee. Wartet mal kurz. Wir bringen ihn mal richtig ins Schwitzen. Warum bleibt er da eigentlich die ganze Zeit unten? Was ist denn los bei ihm? Wartet mal, Wir setzen mal Lava hier hin. So auf der Ebene. Das sollte, glaube ich, hinhauen. So, jetzt kommt die Lava immer näher. Ja? Oh ja, gut, gut. Das würde ich auch machen.
bau dich lieber schnell weg, die Lava kommt näher. Hä? Hä? Warum lässt er denn da ein Loch? Nein, 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 nicht sterben, nicht sterben. Oh Gott, was war's? Nein, er ist gestorben. Nein, das wollte ich gar nicht. Oh Gott. Oh Mann. Oh, oh, oh. Oh Gott. Ich habe mal seine Sachen aufgesammelt. Ich habe aus Versehen ins Lava gesetzt. Wartet mal. Ich werde mal eine Schalker-Box mit seinen Items hier irgendwo hin platzieren. Wartet mal. Ich glaube hier. So, hier packe ich seine ganzen Sachen rein. Also wenn er jetzt so langsam nicht checkt, dass er getrollt wird, jetzt muss er es eigentlich checken. Also wenn er das jetzt nicht checkt, dann weiß ich auch nicht. Okay, er geht erstmal wieder runter zu seinen Items, okay. Warte mal, nein, 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 das hat er nicht gebracht. Ist er gerade in die Lava gesprungen? Er ist gerade in die Lava reingesprungen. Wartet mal, ich mach mal die Lava hier weg. So, jetzt sollte eigentlich keine Lava mehr hier sein. Ja, die Lava ist weg. Okay, ich glaube, da kommt er wieder angelaufen. Ich sehe seinen Namen, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, jetzt schreibt er ein Schild. Wer bist du? Okay, ich habe eine Idee. Wartet mal. Hier ist deine Mutter. Hast du die Spülmaschine ausgeräumt? Nein! Er schreibt nein! Paul hat das gemacht heute. Ich bin morgen. Wartet mal. Der geht da jetzt doch gerade nicht ernsthaft drauf ein, oder? Ach ja, du hast recht. Mein Fehler. Aber deine Gaben für Schule noch nicht. Oh, geht mir das auf den Sack. Warum muss ich denn immer Enter drücken, Mann? Aber stattdessen Minecraft spielen. Du willst doch nicht später. Warte, was hat er geschrieben? Sind schon fertig, schreibt. Er geht halt wirklich ernsthaft drauf ein. Schon fertig. Okay, die will ich mir aber nochmal anschauen. Okay, ich komme gleich in die Küche, aber erst baue ich kurz. Okay, ich glaube, wir können den Troll hier mal auflösen. Ich gehe mal aus dem Vanish raus. So, ich stehe hier mal auf ganz entspannt. Was denkt ihr? Seht ihr mich? Ich bewege mich einfach mal nicht. Warte mal. Ich schreibe nochmal. Scrabblenator. Hey. Deine Mutter sagt... Oh nein, komm. Ich glaube, er wurde genug verarscht für heute. Spaß. Was denn heute schon wieder los mit mir? Ich vertipp mich hier die ganze Zeit. Spaß, ich war das. Du bist in meinem neuen Video. Oh, jetzt, weil mir so viele schreiben. Wartet. Okay, ich schreibe hier auf Schildern. /R funktionieren. Ich kriege so viele Nachrichten. Wartet. Du bist in meinem neuen Video.
Okay, dann würde ich sagen, kriegt er jetzt auch noch ein bisschen Schmerzensgeld von mir. 100.000 sollte doch auf jeden Fall klar gehen. So. Er schreibt echt. Ja. Noch ein bisschen Schmerzensgeld. Okay, er freut sich auf jeden Fall. Gut, Scrabblenator, dann bedanke ich mich für deine auch eher unfreiwillige Teilnahme am heutigen Video. Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch, dass ihr heute alle wieder fleißig eingeschaltet habt. Und dann war's das jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen zu einem erneuten Video oder halt wie gesagt hier auf meinem Server auf durchrasten.de. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Und ja, dann war's das jetzt auf jeden Fall. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Man sieht sich. Ciao.